Hallo miteinander, mit diesem Video-Tutorial zeige ich euch, wie ihr Knöpfe machen könnt mit Bootstrap. Knöpfe sind etwas sehr Praktisches, logischerweise kann man da irgendwelche Befehle ausführen mit JavaScript, das ihr später lernen werdet, oder ihr könnt dann auch an verschiedene Links hinspringen auf der gleichen Seite oder auch auf externe Links, von dem her Buttons sind immer was Praktisches. Ich zeige euch das gleich an ein paar Beispielen. Ihr könnt anfangen, indem ihr einfach einen Button erstellt und dem die Klasse ein Type hingebt, Button, und dann die Klasse entsprechend BTN als Abkürzung für Button. Und wenn ihr dann noch einen Knopf hinschreibt, entspricht das genau dieser Idee von Bootstrap, dass ihr farbigen Knopf kriegt. Beziehungsweise am Anfang ist eben nicht farbig, sondern ist die Grundstruktur ist einfach sehr nackt, weiß und durchsichtig. Deshalb machen wir jetzt da einen neuen, noch eine kleine Ergänzung. BTN Primary beispielsweise. Das ist so der Default-Knopf. Und da seht ihr da rechts schon blau einen Knopf. Oder wenn ihr einen Success habt, erfolgreich Knopf, oder wenn ihr ein Info-Knopf hat, gibt es noch eine verschiedene Farben. So habt ihr entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten, den Knopf auch Funktion und Farbe hinzuzufügen. Und das Ganze ist eben dann semantisch gemacht. Also ihr müsst nicht euch entscheiden, welche Farbe, sondern könnt einfach sagen, ob er hell oder dunkel sein soll, der Knopf. Entsprechend wird auch die Schrift gleich entsprechend angepasst. Nun machen wir mal diesen Default-Knopf, Primary. Was man jetzt natürlich typischerweise noch will, man will einen Link hinzufügen. Links macht man ja mit href und dann kann man irgendeine Webseite angeben, http und dann www.uni.be.ch, und dann könnte man jetzt schon draufklicken, aber da passiert noch nichts, weil nämlich das Ganze jetzt noch kein Link ist. Für einen Link braucht man zuerst noch einen ein Anchor, und dann gibt es entsprechenden Link und dann kann man auch tatsächlich die Webseite öffnen. So funktioniert das. Typischerweise sollte man dem dann nicht den Type Button geben, sondern Role ist es interessanterweise, keine Ahnung warum. Ja, und jetzt könnt ihr auch verschiedene Buttons nebeneinander machen, und anstatt dass ihr die einfach nebeneinander macht, könnt ihr da eine Gruppe darum bilden. Gruppen bilden sich sehr einfach, auch wieder mit einem Div. Und dann sagt ihr diese Klasse Button Group. Und so gruppiert ihr alle diese Knöpfe, die danach innerhalb diesem Div sind. Machen wir das ein bisschen schöner. So. Zusammen in eine Gruppe von Knöpfen. Also so könnt ihr ganzes Menü, eine ganze Gruppe machen und dann vielleicht eine zweite Gruppe nebendran. Voilà. Und so habt ihr rechts, wenn ihr seht, quasi eine erste Liste von Knöpfen und auf der anderen Seite eine entsprechend andere Liste. Was jetzt praktisch ist, mit Bootstrap könnt ihr dann innerhalb dieser Knöpfe, Gruppen auch gleich Dropdown-Menüs bauen. Dropdown-Menüs kennt ihr ja. Ich zeige euch das kurz, wie das sich zusammenstellt. Ihr sagt jetzt quasi dieser ersten Gruppe, dass es da hier nicht gleich aufhört, sondern wir beginnen dann eine neue Gruppe. Also diese Gruppe, die jetzt innerhalb der anderen Gruppe ist, schieben wir ein bisschen rein, machen da noch ein Div rum. Voilà. Und jetzt heißt sie nicht mehr Button Group, sondern Dropdown Menü. Voilà. Und schon ist sie weg. Lustigerweise verschwindet sie jetzt gleich. Und das ist liegt daran, dass wir diese Klassen noch nicht angepasst haben. Die heißen jetzt nämlich nicht mehr Button Primary und so weiter, sondern Dropdown Item. So, und passen wir die entsprechend noch an. Ah ja, was ich vergessen hatte, man muss sich trotzdem noch einen Button Group haben.
Wir nehmen jetzt diesen Knopf hier, schieben da die Button Group dazu und machen das alles noch ein bisschen eingerückt, so damit das korrekt daherkommt. Und jetzt haben wir dann noch das Div fertig. Etwas stimmt noch nicht genau. Schauen wir uns das genauer mal an. Genau, es fehlt dann natürlich noch entsprechende weitere Klasse. Es braucht noch die Klasse Dropdown und Toggle, damit auf klar ist, dass der, bei diesem Menüpunkt noch ein weiterer Befehl kommt. Und dann Data Toggle machen wir auch mal ein Dropdown. Den Link braucht es dann nicht mehr, weil ja das der Menüpunkt ist, wo die viele Knöpfe darunter sind. Und jetzt sieht das noch ein bisschen komisch aus von der Farbe. Das liegt daran, weil das ein Link ist. Jetzt in diesem Fall sollte es kein Button sein. Und voilà, haben wir so dieses Menü hingekriegt. Also mit diesen Bootstrap-Buttons habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, sehr schöne gestaltete Knöpfe zu machen. Könnt denen auch noch weitere Farben geben oder unterschiedliche Farben. Ja, da ist die Kreativität frei. Wahrscheinlich machen wir es besser ein bisschen einheitlich. Also dann viel Spaß beim selber ausprobieren und bis zum nächsten Mal.